bringst mich völlig durcheinander. Das ist nur fair. Mir geht's genauso. Emma, es hat noch nie jemand mein Leben so durcheinander gewirbelt wie du. Kann ich dich nach Hause begleiten? Sollen wir noch spazieren gehen? Sehr gerne. Vielleicht magst du dann noch mit zu mir hochkommen? Entschuldigen Sie bitte. Im roten Salon muss morgen sehr früh sauber gemacht werden, wegen der Modenschau. Können Sie das bitte veranlassen? Vielen Dank. Emma, ich hab dich schon gesucht. Rosalie? Kommst du mal kurz? Was gibt's? Gleich kommt ein sehr namhafter Lifestyle-Journalist. Er berichtet über die Modenschau. Ich beeil mich, ja? Die Monate werden hart. Das hast du dir selbst eingebrockt. Ich dachte, Barbara hätte sich geändert. Das Gute in ihr schien die Oberhand gewonnen zu haben. Wegen dieses Irrtums hast du jetzt 2 Millionen Schulden und wirst wegen Versicherungsbetrugs vor Gericht stehen. Machst du nur kluge Sprüche oder kann ich auch auf deine Unterstützung zählen? Werner, du weißt, wie viel mir der Fürstenhof bedeutet. Er wird immer mein Zuhause sein. Und ich setze alles daran, ihn zu retten. Ja, bitte. Ah, Frau Zwick. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Guten Abend, grüß Gott, Bernhard. Frau Zwick, bitte nehmen Sie Platz, möchten etwas trinken. Wir besprechen gleich die wesentlichen Punkte. Ja, Moment einmal. Erst möchte ich wissen, was mein Alois in Thailand verloren hat. Ja, Sie haben ihn doch gesprochen. Ja, nur ganz kurz. Und er hat gesagt, er soll Ben hinterherreißen, und zwar sofort. Der war nicht einmal mehr zu Hause beim Kofferpacken. Kein Zahnbürstel, kein gar nichts. Bestimmt heckt der alte Gauner irgendwas wieder aus. Was ist da los? Also ich nehme an, ihr wollt erst mal alleine miteinander reden. Sie entschuldigen mich bitte. Selbstredend, Frau Sargent. Ja, Frau Zwick, das wird eine etwas längere Geschichte. Aha. Ja, ich glaube, in dem Fall nehme ich dann auch einen. Ja, kommen Sie. Komisch, dass er noch gar nicht da ist. Max, hat ein Herr Bateman eine Nachricht für mich hinterlassen? Nein, tut mir leid. Sag, hast du schon mal von ihm gehört? Hm? Ich glaube nicht, nein. Er ist eigentlich ziemlich bekannt. Er schreibt für all die großen internationalen Modemagazine. Hallo, Herr Bateman. Hier spricht Rosalie Engel. Ach so, Sie sind noch in Berlin? Mit dem ersten Flieger morgen früh, verstehe. Ja gut, dann sehen wir uns morgen früh, wiederhören. Er hat es leider nicht geschafft. Irgendeine Preisverleihung in Berlin. Ja, aber eigentlich bin ich ja auch ganz froh darüber. Wieso? Ich habe mich furchtbar mit Felix gestritten. Sag Emma, könnte ich heute vielleicht bei dir übernachten? Weißt du, in so einer intensiven Beziehung wie unserer, da kracht's halt auch mal. Also, kann ich... Eigentlich habe ich... Bitte, Emma. In Ordnung. Kann ich Ihnen helfen? Ja, danke. Die müssen da rauf. Was haben denn die Untersuchungen ergeben? Schulter-Eckgelenksprengung. Ist die Verletzung so kompliziert, wie sich's anhört? Naja, ich hoffe, es reicht, wenn ich den Arm ein bisschen ruhig halte und nicht unbedingt ein OP machen muss. Nur damit ich's noch mal ganz klar gesagt habe, wenn wir Sie auf irgendeine Art oder Weise unterstützen können, dann sagen Sie uns einfach Bescheid. Danke, das ist nett, aber wenn ich nicht an der WM teilnehmen kann,
Das ist durch nichts zu ersetzen. Na ja, ich drücke Ihnen auf alle Fälle ganz kräftig die Daumen. Ja. Danke. Sehr schön, sehr schön. Ui, muss nicht nervös sein, ist nur die Generalprobe. Ich bin trotzdem total aufgeregt. Okay. Lass dich ansehen. Du siehst fantastisch aus. Toll. Toll. Stimmt was nicht? Doch. Alles in Ordnung. Gibt's denn noch andere Dirndl zum Aufhängen? Nein, das waren alle. Okay, dann wünsche ich Ihnen gute Besserung und einen schönen Abend. Danke, Ihnen auch. Hier bist du. Was machst du denn hier? Ich helfe bei den Vorbereitungen für die Modenschau. Schleppst du etwas schweres Zeug durch die Gegend? Ich kann nicht den ganzen Tag rumsitzen und Däumchen drehen. Du trägst diesen Verband nicht umsonst. Du musst dich schonen, Annika. Ich habe den Arm gar nicht bewegt. Schwesterherz, du riskierst die WM. Wenn einer von uns beiden unbedingt nach Korea will, mit jedem Tropfen Herzblut, dann bin ich das. Und das weißt du auch. So viel Geld. Tja, 2 Millionen Euro. Und wo der Läusel das gehört hat, hat es gleich blink gemacht und da war das Dollarzeichen in seine Augen. Und jetzt will ein Ben das Geld wieder abluchsen. Er will den Jungen vor Dummheiten bewahren. Der Läusel und selbstlos, dass ich nicht lache. Man kann mit dem Geld doch nichts anfangen. Es gehört ja schließlich mir. Der Versicherung, Herr Saalfeld. Der Versicherung. Ja, sicher. Was den Prozess betrifft. Sehen Sie keine Möglichkeit, wie ich um die Anklage irgendwie herumkommen kann? Versicherungsbetrug in 7-stelliger Höhe. Sieh, da geht's zur Sache. Welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Also, auf nicht schuldig plädieren ist sinnlos. Ach, hätte ich mich bloß nicht vor diesem Meiser verplappert. Glauben Sie, Herr Saalfeld, dass die wahre Identität Ihrer Gattin nicht aufgeflogen wäre? Frau Zwick, ich habe Sie nicht hierher geholt, um mich vor Ihnen zu rechtfertigen. Herr Saalfeld, ich kann einen Mandanten nur vertreten, wenn ich seine Beweggründe kenne. Unzurechnungsfähig geht wohl auch nicht. Und der Barbaras Psychopharmaka stand hier nur eine kurze Zeit. Ich war blind vor Liebe. Aber darauf kann man wohl auch kaum plädieren. Schon, kann man schon. Sowas nennt man temporäre Unzurechnungsfähigkeit. Welchen Richter wollen Sie denn damit beeindrucken? Sie, das war in Ihrem Fall vielleicht gar nicht so blöd. Sie meinen das ernst? Ja, wir brauchen halt ein fundiertes psychologisches Gutachten. Klingt irgendwie nach Hokuspokus. Also, bei der modernen Prozessführung ist so ein Vorgehen Usus. Hat jemals irgendjemand einen solchen Prozess gewonnen? Ich habe mal einer Mandantin eine empfindliche Haftstrafe erspart, ja. Baronin von Klipp. Die hat ihren Liebhaber gedeckt, obwohl er Mörder war. Psychologisches Gutachten. Ja. Das heißt, ich mache mich vor aller Welt zum Vollidioten. So schaut's aus, Herr Saalfeld. Ich pack mir schnell ein paar Sachen zusammen, ich bin gleich weg. Ich bleib erst mal bei Emma. Du kannst selbstverständlich ein Gästezimmer haben. Nein, ich will keine Umstände machen. Weißt du so, ganz alleine in einem Gästezimmer, da würde mir die Decke auf den Kopf fallen. Es ist schon in Ordnung. Sie kann vorerst bei mir bleiben. Danke, Emma. Du weißt gar nicht, wie sehr du mir damit hilfst. Weißt du, wenn du einfach gar nichts mehr machst, physisch, dann kann sich dein Körper komplett auf die Heilung konzentrieren. Welcher Arzt erzählt so ein Blödsinn? Das ist doch ganz logisch. Der Körper heilt am schnellsten, wenn es dem Geist gut geht. Das ist erwiesen. Hör mal, ich will uns beide auf dem Treppchen sehen bei der WM. Vielleicht ist das ein Traum, von dem du dich verabschieden solltest. Was denn so pessimistisch? Seit wann gibst du auf? Ich bin nur realistisch. Selbst wenn ich an der Qualifikation teilnehmen kann,
Ich kann jetzt wochenlang nicht trainieren. Was meinst du, wie weit ich da bei der Quali komme? Hey, das schaffst du mit verbundenen Augen, okay? Das weiß ich. Ach, andere wissen auch, wie man einen Bogen spannt. Hey, aufgegeben wird nicht, Annika. Nicht jetzt. Es hat keinen Sinn. Machen wir uns da nichts vor. Wie war das? Wenn hier einer von uns beiden zur WM will, mit jedem Tropfen Herzblut, das hast du gesagt. Du musst jetzt nur schauen, dass du um eine OP rumkommst. Dann kannst du rechtzeitig wieder fit sein. Das weiß ich verdammt nochmal.